Leute, was geht ab, Leute? Team Bubble Tier. Wir haben heute einen Burninger Bissdeck Profile vom besten Burninger Bissspieler. Servus, soll ich anfangen? Ja, wie du willst. Also für den Monster. Standard, 3 Grad. 3 Seal. 3 Scam, das ist die Standard. Ich spiele ein Fafa, ein Rubik und ein Baba. Willst du was dazu sagen? Fafa, viele mögen den, ich mag den nicht so gerne, irgendwie einmal reicht vollkommen. Baba ist mega geil. Der ist echt krass. Der ist wirklich super, also immer die letzten Lebenspunkte vom Gegner wegzuhauen, das passt. Ein cooler Bandit, ich muss sagen, der kommt richtig gut. Ja. Der macht teilweise immer plus 1, plus 2. Naturguide, 2 Mathematiker für Scam. Und dann spiele ich noch 3 Pero Pero. Diese Karte ist ultra gut gegen viele Decks, besonders auch gegen Clifford. Ja. Ich bekomme Schaden, ich entferne, kann ich eine Karte zerstören. Also bis jetzt kam die immer mega geil. Und natürlich, der darf nicht fehlen, ja. WLS. Das waren jetzt die Monster. Kommen wir zu den Zauberkarten. Ein Soul Charge, ein Galaxie-Zyklon, ein Raikiki, ein NST und ein Dark Gold. Ich spiele kein Foolish, das brauche ich nicht. Aha. Dafür habe ich andere Karten. Das waren die Zauberkarten, jetzt kommen die Pfeile. Reiter auf Airrise. Die ist richtig geil. Einfach Gegner Tellerspieler, Gegner will etwas machen. Ich zähle an, kann noch ein Monster in diesem Raid liegen. Richtig gut. Breakthrough Skill zweimal. Zweiter Gigi Break. Eine Windblast. Zwei Divine Graft. Die ist mega gut. Gegen alles, gegen Hand, Friedhof, Feld. Ein TT, ein Solemn Warning, eine Crush Card und nur eine Fire Link. Das war das Deck. Ich spiele immer 41 Karten. Das ist ein Pick von mir. Zeit, extra. Klar, 3 Dante, ein Golem, ein Alucard. Ein Giga Brilliant, ein Engineer, zweimal Down Magician, ein Public Future einmal, zwei Albtraum High, ein Zen Main und zweimal hier Virgin. 15 Karten, mehr braucht man nicht. Hast du sonst noch irgendwas zum Deck zu sagen? Ist einfach nur geil. Glaubst du, es wird irgendwie gehittet von der Bandlist? Ich glaube schon. Ich glaube, jedes Deck wird gehittet. Burning Abyss auch. Aber ich denke, kommt darauf an, was gehittet wird. Wenn jetzt zum Beispiel hier gehittet wird, kann man es immer noch spielen. Wenn Dante gehittet wird, dann ist es ein bisschen anders. Das ist ein bisschen problematischer. Aber sonst eigentlich alles geil. Beste Deck. Schau da dann Ultimate Guard.